herzlich willkommen zu einem Besuch im Deutschen Filmmuseum hier in Frankfurt am Main und damit verbunden zu einem Besuch in der alten Dauerausstellung, die es von 1984 bis November 2009 gegeben hatte. Auf zwei Stockwerken befand sich diese Ausstellung. Wir erleben in den nächsten 30 Minuten noch einmal einen Rundgang durch die alten Kulissen und werden uns natürlich auch mit der Geschichte des Films etwas näher auseinandersetzen. Was wir hier sehen, ist das sogenannte Kaiserpanorama. Durch August Fuhrmanns Kaiserpanoramen wird die Betrachtung von Stereo-Dias zu einem kollektiven Vergnügen. Fuhrmann lässt 1889 den Apparat patentieren, an dem 25 Zuschauer gleichzeitig automatisch wechselnde Stereo-Dias betrachten können. Um den Reiz der plastischen Bilder zu erhöhen, lässt Fuhrmann die schwarz-weißen Dias kolorieren. Motive seiner mehr als 1000 Bildserien sind nicht nur fremde Länder und Städte, sondern auch aktuelle politische und gesellschaftliche Ereignisse. Am Anfang gab es natürlich auch solche Sachen wie das sogenannte Lebensrad. Aus der stroboskopischen Scheibe von Faraday eine Bilderscheibe zu machen, gelingt erst um die Jahreswende 1832-33 unabhängig voneinander Joseph Plateau und Simon Stampfer, indem sie die Scheibe mit Bildern einzelner Bewegungsphasen bemalen. Beide verwandeln die Zahngrenze der faradayischen Scheibe in eine umlaufende Reihe von Sehschlitzen. Weil die sich drehenden Tänzer und springenden Pferde den Zeitgenossen wundersam erscheinen, tragen die Apparate fantastische Namen. Plateau nennt sein Gerät Phantoskop, Stampfers Lebensräder werden als optische Zauberscheiben angepriesen. Was sich hier so wundersam dreht, ist die sogenannte Bildertrommel. Schon bei der Beschreibung seiner stroboskopischen Scheiben hat Simon Stampfer auf die Möglichkeit hingewiesen, die auf dem Rad angeordneten Bildstreifen zu einem Band zusammenzufassen und auf der inneren Wand einer Trommel anzubringen. Der Engländer William George Horner beschreibt, angeregt durch Plateaus Lebensrad, 1834 als erster diese Form des Lebensrades etwas ausführlicher. Er nennt seine Erfindung Daedaleum. Die Bildertrommel, auch Wundertrommel, Zootrop oder Zötrop genannt, wird in der Folgezeit noch mehrmals erfunden und nach 1867 als Spielzeug bekannt. Eine wesentlich bekanntere Erfindung ist die sogenannte Laterna Magica. Mit der Erfindung der Laterna Magica beginnt Mitte des 17. Jahrhunderts die Geschichte der Projektion. Der Jesuit Athanasius Kircher experimentiert um 1640 mit einem seit langem bekannten Phänomen. Fallen Sonnenstrahlen auf einen beschrifteten Hohlspiegel, lässt sich die Schrift auf eine Wand werfen. Kircher stellt zur Verbesserung der Bildschärfe eine Linse in den Strahlengang und ersetzt die Lichtquelle Sonne durch Kerzenschein. Um ein anderes Bild oder eine andere Schrift zu zeigen, muss der Hohlspiegel neu bemalt werden. Diese Anordnung, eine Vorläuferin der Laterna Magica, dient dem Kirchenmann dazu, den Teufel an die Wand zu malen, auf das dem Betrachter der heilige Schrecken in die Glieder fahre. Ihren geheimnisvollen Zauber verliert die Laterna Magica im Laufe des 19. Jahrhunderts, als sie als Kinderspielzeug auf den Markt kommt und verstärkt Bildungszwecken dient. Musik
Früher musste man viel kurbeln, da verwundert es überhaupt nicht, dass man mit folgender Frage konfrontiert wird, die da lautet: Wie viel zahlen Sie die Stunden? Nun kommen wir zur sogenannten Camera Obscura. Den Nutzen einer Camera Obscura für die schmerzlose, das Auge schonende Betrachtung der Naturschauspiele Sonnen- und Mondfinsternis beschreibt im Jahre 1038 als erster der arabische Gelehrte Ibn el-Haytham. In seiner Abhandlung zeigt er den Zusammenhang von Lochgröße und Bildqualität. Aber erst in der italienischen Renaissance unter den in Spiegelschrift geschriebenen Aufzeichnungen des Leonardo da Vinci finden sich eine klare Beschreibung der Funktionsweise der Camera Obscura und die Ableitung, dass das Auge genauso funktioniere. Eine Sammellinse zur Verschärfung des Bildes benutzt um 1568 erstmals der Venezianer Daniele Barbaro und bemerkt dabei, dass sich das flüchtige Bild auf Papier werfen, abmalen und dadurch festhalten lässt. Mithin ist die Camera Obscura eine Vorläuferin des fotografischen Aufnahmeapparates. Auch wird schon im 17. Jahrhundert die große Kammer verkleinert zur tragbaren Camera Obscura und ihr Gebrauch durch Spiegel erleichtert. Im Sommer 1894 kommen sogenannte Kinetoskope auch nach Paris. Die Preise jedoch, die Edisons Agenten für das Aufstellen verlangen, lassen bei den französischen Betreibern das Interesse an einer eigenen nationalen Filmproduktion entstehen. Aus diesem Grund befassen sich die Brüder Auguste und Louis Lumière, deren Vater in Lyon eine Fabrik für fotografisches Gerät besaß, mit der Entwicklung eines Apparates zur Aufnahme und Wiedergabe von Filmstreifen. Am 13. Februar 1895 lassen sie ihren Cinematograph patentieren, der mit perforierten Zelluloidfilm bei einer Geschwindigkeit von 16 Bildern pro Sekunde sowohl eine gleichmäßige Aufnahme als auch eine befriedigende Projektion lebender Bilder vor größerem Publikum gewährleistet. Den ruckweisen Filmtransport, der jedes Bild vor dem Objektiv kurzzeitig anhält, bewerkstelligt ein Greifermechanismus mit Exzenterscheibe. Zudem können mit dem Cinematograph auch Filme kopiert und damit vervielfältigt werden. Wir befinden uns hier gerade in der Ausstellung in einer sogenannten Passage, die mit einem Reisebüro, Fotogeschäft, Spielwarenladen und einer Buchhandlung ausgestattet ist. Die Erfindung der Fotografie ermöglicht es erstmals einem größeren Publikum, sich ein Bild von sich selbst und der Welt zu machen. Mit den Augen der Fotografen sehen die Menschen ferne Länder, fremde Völker und reproduzierte Kunstwerke. In England entdeckt zur selben Zeit William Henry Fox Talbot das latente Bild auf beschichtetem Papier, das erst durch Entwicklung sichtbar wird und die Möglichkeit von diesem Abzüge herzustellen. Die Kalotypie ist der direkte Vorläufer des heutigen Negativ-Positiv-Prozesses. Die gewünschten Porträts für Visitenkarten können die Fotografen aber erst 10 Jahre später produzieren. Der Cinematograph Lumière enthält alle prinzipiellen Elemente, die filmtechnisch bis heute Bestand haben. Für die Filmaufnahme wird ein perforierter Zelluloidstreifen am Bildfenster vorbeigeführt. Jedes Bild steht vor dem Bildfenster zur Belichtung kurzzeitig vollkommen still, wobei die ruckweise Fortbewegung des Films über einen Greifermechanismus mit Exzenterscheibe erfolgt. Während der Transportzeit verhindert eine zwischen Objektiv und Bildfenster rotierende Sektorenblende, dass Licht auf den Film fällt. Da die Arbeitsweise des Greifers bei häufiger Vorführung einer Kopie deren Perforation zerstört, verwendet der deutsche Oskar Mester von 1896 an das in Filmprojektoren bis heute gebräuchliche vierarmige Malteserkreuz.
Dabei überträgt das Kreuz die Antriebsbewegung auf eine Transportwalze, deren Zähne in die nunmehr 8 Perforationslöcher des Filmbildes eingreifen. Dadurch vermindert sich die Belastung der einzelnen Perforationslöcher gegenüber der ursprünglichen Anzahl von 2 Löchern je Bild erheblich. Das Geniale am Malteser-Kreuzsystem ist, dass der Mechanismus den Film in einer optimalen Zeit abwechselnd bewegt und festhält. Hier befinden wir uns nun im Studio Melier für Filmtricks und Montage. Georges Méliès gehörte zu den Zuschauern der ersten Vorführung der Lumière-Filme im Grand Café. Voller Begeisterung besorgt er sich 3 Monate danach, im März 1896, eine eigene Kamera, mit der er auch projizieren konnte. Seine ersten im Mai-Juni 96 gedrehten Filme sind Dokumentaraufnahmen gewesen, ähnlich den Filmen Lumières. Aber im Gegensatz zu Lumière, den die technischen Aspekte seiner Arbeit mehr interessierten als die künstlerischen, war Méliès ein Mann des Theaters und des Schaugeschäfts. Méliès leitete seit 1888 das Theater Robert Houdin. Beeinflusst von dem englischen Zauberkünstler Masquelier, schreibte und inszenierte er für das Illusionstheater kurze Szenen, in denen Geister über die Bühne schwebten oder eine Frau im wahrsten Sinne des Wortes ihren Kopf verlor. Obwohl an seinen Filmen der Einfluss des Illusionstheaters unverkennbar war, schaffte Méliès wahre Filmkunst. Als erster erkannte er die technischen und auch die ästhetischen Möglichkeiten des Filmtricks. Im Jahr 1880 wurde sogar ein eigenes Panoramagebäude in Frankfurt am Main eröffnet. Hier sehen wir ein Modell davon. Und nun befinden wir uns gleich im zweiten Stock der Ausstellung.